Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, den ersten Vertrauensbeweis heute Morgen habe ich unserem Spitzenkandidaten schon gegeben, dass ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt habe. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können zur Kampagnenpräsentation der FDP Hessen zur Landtagswahl. Landtagswahl 75 Tage, fast 3 Monate, dann werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und unsere Aufgabe ist jetzt klar, mit der Energie zu zeigen, wofür wir stehen, für neue Energie für Hessen. Denn nach 10 Jahren, in dem die Probleme, oder jetzt sind es fast 10 Jahre, dann sind es 10 Jahre, in dem die Probleme in Hessen nicht weniger geworden sind, sondern mehr Probleme hinzugekommen sind, in einer Zeit, in der wir sehen, dass wir eine Landesregierung haben, die deutlich Abnutzungserscheinungen zeigt, Risse zeigen sich und die sediert ist. Die Leute wollen weder neue Verbote für alte Probleme, sie wollen eben Antworten, sie wollen Lösungskonzepte und sie wollen klare Perspektiven haben. Wir zeigen das in dieser Kampagne, dass wir der neue Brennstoff für Hessen sind. Und das hat etwas damit zu tun, mit Personen und mit Positionen. Und es ist für uns ganz klar, Stefan Naas ist derjenige, der zündet. Es ist ein Politiker mit Leidenschaft und mit Schaffenskraft. Stefan Naas ist ein Wirtschaftsexperte. Stefan Naas ist ein leidenschaftlicher Politiker. Und Stefan Naas hat auch keine Angst, dahin zu gehen, wo es mal schwierig ist, wo es weh tut. Und Stefan Naas ist vor allen Dingen jemand, der auch Lösungen bringt und dafür mit Leidenschaft kämpft. Es ist ganz klar, wir gehen mit neuer Energie auch mit unseren Kernpositionen, die dieses Land stark machen, in den Wahlkampf. Das ist zum einen die Wirtschaft nach vielen Jahren, in denen ja das Wachstum in Hessen gesunken, unterdurchschnittlich war, also hinterherhinkt, neues Wachstum. Es hat die Bildung, wo sind die Lehrerinnen und Lehrer? Der ländliche Raum, wann kommt endlich der Arzt auch im Land, auf dem Land an? Aber auch natürlich die Mobilität, die Infrastruktur in unserem Land, das sind Kernthemen, die uns beschäftigen. Und ganz, ganz wichtig, geben wir doch den Menschen mehr Freiheit. Warum mehr Bürokratie? Wir sind die einzige Partei, die auf den selbstbestimmten Bürger setzt und vor allen Dingen auf die Kraft der vielen Menschen, die in ihnen steckt. Und deswegen zeigen wir das auch in unserer Kampagne. In der Kampagne, in der wir ganz klar sagen, mit dieser Person Stefan Naas und dem Team dahinter und mit unseren Themen, wir sind Feuer und Flamme für Hessen. Wir sind Feuer und Flamme für Hessen. Wir zeigen das in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Die Kampagne, sie ist mutig. Hessen braucht klare Worte. Und deswegen werden wir auch unsere Themen genauso benennen, wo es bei den Menschen, wo der Schuh drückt und wo sie ihre Herausforderungen im Alltag sehen. Also klare Positionen, das werden wir in den Farben widerspiegeln. Die Kampagne, sie ist mutig. Und sie ist zukunftsorientiert und sie ist vor allen Dingen optimistisch, denn wir brauchen jetzt eine Landesregierung, eine neue Landesregierung, die auch wirklich die Kraft hat, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt Ihnen die Kampagne hier heute präsentieren können. Dann machen wir das. Dann machen wir das. So. Erstmal hier an. Von innen. Wie macht man's? Soll ich rübergehen? Machst du? Ja. Und los! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind Feuer und Flamme für Hessen. Ich bin es auch. Wir haben noch 105 Tage bis zur Landtagswahl. Ich bin mit ganzem Herzen Hesse. Das ist ein großartiges Land. Und ich gehe sehr engagiert in diese Wahl. Ich habe keinen Rückfahrtschein gelöst wie andere. Ich bin Feuer und Flamme für Hessen. Aber Hessen wird schlecht regiert. Hessen wird unterdurchschnittlich regiert. Hessen kann sehr viel mehr. Wir haben in Hessen eine großartige Wirtschaft, die aber im Moment lahmt, die nicht die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Wir haben die letzten 7 Jahre ein unterdurchschnittliches Wachstum hier in Hessen erlebt. Und damit ist vor allem die Landesregierung gemeint, die zu wenig für die hessische Wirtschaft tut. Es ist im Moment nicht die Zeit für Rebhuhnprogramme, nicht die Zeit für Feldhamsterprogramme, sondern wir müssen jetzt die hessische Wirtschaft stärken. Und deswegen haben wir gesagt, Minister können viele,
Wir können auch Wirtschaft, weil wir sind die Wirtschaftspartei. Wir unterstützen das Handwerk. Wir haben das in der Corona-Zeit gezeigt. Wir haben das an vielen Stellen mit Gesetzentwürfen gezeigt. Wir wollen, dass die hessische Wirtschaft von der Bürokratie entlastet wird, denn das lähmt sie. Wir wollen, dass die hessische Wirtschaft wieder Mut hat, auch zu investieren. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass in Hessen auch viel stärker investiert werden muss in die Forschung. Wir haben das gezeigt bei unseren Anträgen zur Kernfusion, zur Lasertechnik. Wir haben das gezeigt bei unseren Anträgen auch zu synthetischen Kraftstoffen, denn die gibt es. Dieses Auto kann mit synthetischem Diesel fahren. Der ist bereits auf dem Markt, nur er darf in Hessen nicht verkauft werden. Und wir wollen auch die Wasserstofftechnologie in Hessen voranbringen. Wir wollen die Geothermie in Hessen voranbringen. Und wir wollen offen sein für die qualifizierten Arbeitskräfte dieser Welt. Und deswegen müssen wir auch eine Menge für die hessische Infrastruktur tun. Hessen steht im Stau und in diesem Stau kann Hessen lange auf Grün warten. Die Hälfte der hessischen Straßen ist in einem schlechten oder in einem sehr schlechten Zustand. Das sind keine Zahlen von uns, sondern das sind Zahlen, amtliche Zahlen der Regierung. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir mehr in den Straßenbau investieren müssen, dass wir auch neue Landesstraßen bauen müssen, dass wir die Beschleunigung der Autobahn voranbringen müssen. Diese Landesregierung wehrt sich dagegen. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Lückenschlüsse auch in Hessen vollendet werden. Und wir wollen, und dazu haben wir Gesetzentwürfe vorgelegt, dass es eine Schieneninfrastrukturgesellschaft gibt in Hessen, weil wir auch die Schiene stärken wollen. In den letzten 9 Jahren sind keine 5 Kilometer zusätzliche Schienen dazugekommen. Wir wollen, dass auch die Radwege gestärkt werden und dass wir am Ende auch Radschnellwegverbindungen durch das Land haben, die auch das Land baut. Wir sind der Auffassung, dass wir den ländlichen Raum stärken müssen, denn wir wollen eine Land-Life-Balance. Wir wollen die Innenstädte stärken. Wir wollen nicht, dass die durch die hessischen Dörfer und Kleinstädte der Wolf schlendert und trabt. Und deswegen müssen wir das Wolfmanagement verbessern und der Wolf muss auch in Hessen bejagt werden können. Und da geht es nicht an, dass die Landesregierung nur auf diesen Bund zeigt und sagt, das muss alles im Bund gelöst werden. Nein, das kann die hessische Landesregierung auch. Und sie muss den ländlichen Raum ernster nehmen. Der ländliche Raum ist unter 9 Jahren Schwarz-Grün ein Stiefkind gewesen. Und das liegt an den Grünen. Wir erwarten hier, dass die Eigentumseingriffe, gerade im ländlichen Raum, gerade in der Landwirtschaft, dass die endlich aufhören, in der Fischerei, in dem Jagdrecht, aber auch in der Landwirtschaft insgesamt. Die ständige Bevormundung, die Gängelung der Landwirtschaft, die Überbürokratisierung, die muss zurückgedrängt werden. Ich will ein 5. Thema ansprechen und das ist das Thema, wie stehen wir zu dieser Bürokratie? Wir leiden an dieser Bürokratie in Hessen und auch das ist Teil der Landesregierung. Und deswegen wollen wir eine Entbürokratisierung. 26 Ausländerbehörden in Hessen sind 25 zu viel. Und 26 Faxgeräte in den Ausländerbehörden sind 26 Faxgeräte zu viel. Wir brauchen die Digitalisierung. Wir wollen, dass das Land digitaler wird. Wir wollen die Verwaltung digitalisieren und nicht die Digitalisierung verwalten, so wie die Landesregierung das tut. Und wir wollen, dass der Traum vom Eigenheim, vom Eigentum, dass der wieder auch zur Geltung kommt, dass der nicht ausgeträumt ist. Und deswegen brauchen wir günstige Baustoffe in Hessen. Wir müssen wieder auch das mehr Bauland schaffen. Wir brauchen eine Entrümpelung des hessischen Mietrechts mit all den Regularien. Und wir wollen, dass die Grunderwerbsteuer für das erste selbstgenutzte Eigenheim wegfällt. Wir wollen die auf Null setzen. Und wir fordern die Landesregierung auf, hier endlich auch tätig zu werden, zusammen mit dem Bund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die hessische Wirtschaft, die lassen wir uns nicht kaputt regulieren. Wir wollen, dass die Wirtschaft floriert. Wir wollen, dass natürlich auch die Arbeitskräfte zu uns kommen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die hessischen Berufsschulen, und damit bin ich bei meinem letzten Thema, dem Thema Bildung, dass dieses Bildungsthema vorankommt. In Hessen ist es so, da steht auf manchen Plakaten, jeder soll alles werden können,
Jeder soll alles erreichen können. Wenn wir uns die Realität angucken, ist das Gegenteil der Fall. Uns fehlen 10.000 Lehrer in Hessen. Und deswegen ist es noch nie so vom Elternhaus abhängig gewesen, welche Chancen ich habe, wie im Moment in Hessen. Das wollen wir angehen. Wir wollen am Ende, dass es mehr Erzieherinnen und Erzieher in Hessen gibt. Deswegen wollen wir die Ausbildungsvergütung übernehmen, die Ausbildung stärken. Wir wollen, dass es mehr Lehrer gibt und Lehrerinnen in Hessen. Und da sage ich, vom Gendern kommen keine neuen Lehrerinnen. Wir wollen, dass die Lehrer leistungsgerecht bezahlt werden und dass wir die A13 schon in der Grundschule im nächsten Jahr haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen als eigenständige Kraft in diese Wahl. Wir wollen Schwarz-Grün beenden. Wir wollen, dass keine Regierungsbildung aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Parlaments heraus ohne uns möglich ist. Ich sage das auch mit Blick darauf, was wir gestern in Thüringen erlebt haben. Und deswegen ist für uns entscheidend, dass wir stärker werden. Wir wollen stärker werden als 7,5%. Wir sind eine Partei, die natürlich schon viele Koalitionen sowohl mit SPD als auch mit CDU eingegangen ist. Wir sind da offen. Ich bin ja auch schon mal auf dem Landesparteitag gefragt worden. Ja, wir koalieren auch gerne mit der CDU, gerne auch in einer Deutschlandkoalition. Aber das Wichtigste ist, es darf keine Regierungsbildung heraus aus der Mitte möglich sein ohne uns. Wir sind eine optimistische Partei. Und wir wollen mit Mut, wir wollen mit Optimismus, mit Feuer und Flamme die Herzen der Hessen erreichen. Ich möchte das tun, die nächsten 105 Tage. Wir hier in Hessen sind startklar. Wir sind Feuer und Flamme für Hessen. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben Bettina Stark-Watzinger gehört, Sie haben Stefan Naas gehört. Die Freien Demokraten gehen gestärkt mit einem hervorragenden Programm in diese Wahl. Wir haben einen überragenden Spitzenkandidat mit Stefan Naas. Er ist selbstbewusst, er ist bold. Er ist plakativ inszeniert auf diesen Plakaten, auf einem ikonischen Gelb. Und wir Freien Demokraten werden ganz stark in diesen Wahlkampf gehen. Wir freuen uns auf den 8.10. Wir zählen auf Sie. Wir sind Feuer und Flamme für Hessen. Vielen Dank. So, Fragen, oder? Jetzt ist die Zeit für Fragen, genau.